Hallihallo, willkommen zurück zu Python. Ja, dieses Mal wagen wir unsere ersten Schritte in Richtung objektorientierte Programmierung, zumindest so ein bisschen. Und zwar werde ich euch heute zeigen, was Module sind. Damit könnt ihr quasi Pakete von anderen Menschen, die euch was zur Verfügung gestellt haben, weil sie so nett sind, einfach benutzen und müsst den ganzen Code nicht nochmal selber schreiben, was ja ein bisschen doof wäre. Und deswegen gibt es Module. Genau. Im Prinzip habt ihr eigentlich schon ein Modul selber geschrieben. Also wenn ich jetzt hier das hier rausmache, dann habt ihr hier nur noch zwei Funktionen, die im Prinzip gar nichts tun. Also wenn ich diese Datei jetzt hier ausführe, dann habt ihr nur diese zwei Funktionen zur Verfügung. Aber im Prinzip kommt dann am Schluss nichts bei dem Skript raus. Es tut einfach gar nichts, weil ihr diese Funktion hier nirgends aufruft. Aber das soll vielleicht auch so sein. Und ja, genau diese Funktionen, die will man dann natürlich auch noch irgendwie benutzen und deswegen nutzt man sie als Modul. So, als Modul, das ist ganz cool eigentlich. Wenn ich hier in die Shell wechsle, was heißt Shell? Ja, in die Kommandozeile halt, dann zeige ich euch das mal ganz kurz, wie man das hier benutzt. Und zwar könnt ihr als allererstes mal, müsst ihr den Pfad anpassen, damit ihr überhaupt dieses Modul importieren könnt. Das heißt, wir gehen in meinem Fall nach D, weil das eine andere Festplatte ist, und dann gehen wir mit CD ins richtige Directory. D tut Python und das war's. So, und jetzt haben wir das richtige Directory, wo diese Datei auch drin liegt. Und dann können wir auf diese Datei zugreifen, wenn wir in die Python Shell gehen. Denn die muss schon im richtigen Pfad ausgeführt werden, sonst kriegt ihr einen Error. Also in dem Pfad, wo die Datei dann auch wirklich liegt, die ihr importieren wollt. Dann macht ihr hier Import und dann könnt ihr First Try importieren. Achtung, kein Punkt PY, das ist einfach immer abgeschnitten und nur der Name zählt. Das heißt, wenn ihr das so macht, dann passiert gar nichts. Das ist ja auch erstmal so gewollt, denn jetzt habt ihr das ja alles hier drin. So, und genauso soll es ja auch sein, wenn ihr jetzt hier nämlich dann die Funktion aufruft, zum Beispiel FIP. Dann kriegt ihr erstmal einen Error logischerweise, weil, ja nicht logischerweise, das muss ich euch auch erklären, klar, weil es noch nicht weiß, von welchem Modul diese Funktion FIP denn jetzt überhaupt kommt. Das heißt, wir müssen angeben First Try, ups, da fehlt das R, und dann geben wir einen Punkt an. Es kommt jetzt keine Dateiendung oder sowas hinten dran, sondern die Funktion, die wir daraus aufrufen. Das heißt, das ist sozusagen eine Funktion dieses Moduls, die wir hier aufrufen. Können Klammer, Klammer machen und dann wird es ausgegeben. Und ihr erinnert euch vielleicht noch an letztes Video, wenn man FIP von 5 aufruft, was ja standardmäßig hier gegeben ist, dann kommt 5 bei raus. Ich kann natürlich auch hier FIP von 10 an aufrufen, dann kommt 55 raus und so weiter und so fort. Ich kann jetzt einfach überall auf diese Funktion drauf zugreifen. Und ja, so soll es ja auch sein. Gut, jetzt haben wir das Modul hier in dieser Shell eingebunden. Das ist jetzt vielleicht nicht ganz das, was wir wollten. Vielleicht wollen wir ja das Ganze als Skript haben und wenn wir es über Python aufrufen, also Python und dann der Dateiname, dann soll einfach irgendwelche Funktionen von unserer First-Try-Datei benutzt werden. Und das könnt ihr machen, indem ihr Folgendes tut. Ich habe hier schon mal eine Datei erstellt. Die nennt sich SumModule. Die hat einfach diese Funktion Func hier drin. Und deswegen werde ich hier unten mal wieder weitermachen. Wir wollen jetzt diese Funktion Func, die ich hier schon geschrieben habe, die printet einfach nur Hello World aus. Die wollen wir aufrufen und zwar als Modul. So, und jetzt sagen wir hier, okay, einfach im Skript, wie wir es in der Shell gerade gemacht haben, eins zu eins quasi dasselbe, weil wir sind ja hier mit SumModule und First Try, die sind ja schon im selben, ja, im selben Verzeichnis. Das heißt, wir sagen hier Import. Sagen Sum Module und fertig. Und hier unten können wir dann wiederum aufrufen Sum Module. Wie ist die Funktion? Func, glaube ich. Und die gibt uns dieses Hello World aus. Und im Prinzip, die beiden Funktionen hier sind jetzt tot. Die machen gar nichts, wenn wir das so machen. Aber hier unten wird eine Funktion aus dieser anderen Datei aufgerufen. Das heißt, in der Shell, das funktioniert im Prinzip alles genau gleich. Ich wollte es euch nur auf beide Weisen mal zeigen. Genau. So, wenn ich jetzt hier dann, also ich bin wieder rausgegangen, Steuerung C, könnt ihr da rausgehen. Das ist dieses hoch C da. Wenn ihr dann jetzt hier eingebt, Python first try.py, Achtung, wir sind immer noch im richtigen Verzeichnis, deswegen darf ich das machen. Dann könnt ihr das einfach so benutzen und diese Funktion aus diesem anderen Modul hier aufrufen
Und es wird Hello World ausgegeben, genauso wie sie hier, wie diese Funktion es hier eben gesagt hat. Ihr könnt natürlich auch irgendwelche Variablen hier definieren. Das heißt, ihr könnt eine Funktion schreiben, def, keine Ahnung, Funk 2, und die gibt euch einfach eine Zahl zurück, Return 2 und 40 natürlich, 42 muss immer sein. Und dann könnt ihr hier einfach schreiben, print und sumModule.funk2. Ups. Das heißt, ihr könnt tatsächlich dann auch diese Funktionen für Rückgabewerte oder für irgendwelche Berechnungen benutzen, könnt diese Zahlen dann weiterverwenden in eurem eigenen Skript hier. Also ihr könnt damit dann machen, was ihr wollt. Es ist, als ob ihr die Funktion hier in dieser Datei geschrieben habt, nur dass ihr ein bisschen mehr Übersicht habt. Okay, hier kommen vielleicht Funktionen hin, die mir, keine Ahnung, irgendwas Spezielles berechnen. Hier kommt die Ausgabe hin, also nur die Ausgabe, die berechnet mir nichts oder sowas, damit ihr es halt ein bisschen besser strukturieren könnt. Und könnt dann immer mit dem Modulnamen Punkt der Funktion könnt ihr drauf zugreifen. Gut, ich denke, das reicht für heute mal. Und ja, ich denke, wir werden auch noch viel zu Modulen und generell zu diesem objektorientierten Kram machen. Mal schauen, in welcher Reihenfolge. Und ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao.